Jetzt gucken wir mal, wie viel Uhr. Gucken wir mal. Ah, die ersten Zuschauer kommen rein. Einen wunderschönen guten Abend. Grüße. Hallo, hallo. Schönen Abend, Grüße. Gucken wir mal, wie viele Zuschauer heute Abend reinkommen. Heute Abend ein bisschen Grashüpferfütterung. Hi, hi, Grüße. Einen wunderschönen guten Abend, Grüße euch. Gucken wir mal heute Abend, wie viele reinkommen. 23. Grüße, schön, dass ihr da seid. Gucken wir mal, was heute Abend noch so hier passiert, worüber wir alles reden. Heute Abend ein bisschen Ameisenfütterung. Schön, dass ihr da seid. Grüße euch, hi, hi. 21 Zuschauer, 24. Wir füllen uns langsam. TikTok braucht ein bisschen, um alle zu benachrichtigen. Schön, dass ihr da seid. Oh, vielen Dank fürs Mikrofon. Ich habe mir nur noch gar nicht richtig angefangen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Was machst du hier? Schenkst du irgendwelche? Danke dir. Danke. Kevkoi ist da. Dankeschön. Super. Freue mich, wenn ihr Herzen gebt. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr reinhaut. Schon 128 Zuschauer. Was ihr seht, sind Nervenzuckungen. Also es ist nicht mehr so, dass die Grashüpfer leben. Der eine zuckt hier noch massiv. Aber die sind auf jeden Fall tot, haben keinen Kopf mehr. Und was da noch zuckt, sind einfach Nerven, gell? Nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist ganz normal bei einer Frischlebenfütterung, sag ich mal, bei einer frischen Fütterung. Insofern alles cool. Hi, grüße euch. Sehr schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen Abend. Töten die Ameisen die Grashüpfer oder sind die vorher schon tot? Ich habe die Grashüpfer vorher schon getötet, damit die nicht unnötig leiden müssen. Die sind ja schon zerteilt, Kopf abgeschnitten und so. Das heißt, alles gut. Und die sind, würden sonst quer rumhüpfen und bringt ja auch nichts. Ja. Danke fürs Follow, vielen, vielen Dank. Genau, heute ein bisschen Fütterung. Ich habe das jetzt heute auch mal mit TikTok angekündigt. Mal gucken, ihr könnt Fragen stellen. Sind das spezielle Ameisen? Ja, tatsächlich sind das ein bisschen spezielle Ameisen. Es ist eine Mischung aus Lasius niger und der grauen Sklavenameise. Genau, das ist eine gepuschte Kolonie, heißt es. Ich habe der Lasius niger Kolonie Eier aus der Kolonie meiner Sklavenameisen aus dem Garten gegeben. Deshalb sind die so ein bisschen silbrig schimmernd. Genau, wie ihr sehen könnt, die sind so ein bisschen silbrig schimmernd. Und genau, und ihr seht so ein bisschen die Nerven zucken noch, aber die Tiere sind auf jeden Fall tot. Müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Die Reflexe, also das Zittern dieser Reflexe ist eigentlich ganz gut. Das sind Grashüpfer heute, weil das triggert die Ameisen so ein bisschen an, Pheromon rauszuhauen und auch andere Ameisen anzulocken und so ein bisschen diesen Jagdinstinkt zu aktivieren. Insofern ist es ganz gut, wenn die noch ein bisschen zappeln. Das ist jetzt nicht schlecht in dem Sinne. Krass, 400 Zuschauer. Herzlich willkommen alle zusammen. Freue mich, dass ihr da seid. Genau. Wie entsteht eine neue Königin? Die schlüpft einfach aus einem Ei. Die wird halt von den Arbeiterinnen speziell gefüttert mit einem anderen Wachstumshormon. Dann entstehen Königinnen zur Brutzeit. Wie sieht es aus? Sieht aus wie das einzige Frühstück, das du dir leisten kannst. Immer. Okay. Was machst du mit der Königin, die Nachwuchs kriegen am Ende? Meine Königinnen, die ich jetzt angefangen habe, mit denen werde ich neue Kolonien aufbauen und dann werdet ihr die auf TikTok live miterleben. Also ich baue mit euch gemeinsam die neuen Kolonien auf. Vielen Dank fürs Follow, Leute. Vielen, vielen Dank. Und haut Herzen raus, dass viele Leute den Livestream sehen. Freue ich mich natürlich. Genau. Ich habe jetzt vier neue Königinnen. Das heißt, wir fangen mit den vier neuen Ameisenkolonien an. Und ich werde den gesamten Aufbau der neuen Ameisenkolonien wahrscheinlich sogar auf YouTube und auf TikTok begleiten. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch einen Special geben, einmal die Woche, dass ich auf YouTube mit Amaisateur, könnt ihr mal YouTube gucken, wenn ihr Lust habt, quasi hat was macht man dann?
Verstehe deine Frage nicht. Genau, und letztendlich ist so, ich werde wahrscheinlich dann eben auch die neuen Kolonien begleiten, sozusagen begleiten im Aufbau, in der Gründung und so weiter, komplett. Kannst du mal eine Königin zeigen? Vielleicht später im Stream. Ich möchte die Königin heute nicht so oft stören. Die haben mir Eier gelegt, die neuen Königinnen. Und insofern, genau, passt. Krass. 300 Leute im Live. Vielen, vielen Dank. Freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt, stellt ruhig Fragen. Klar, ist nicht für jeden was. So Fütterungsstream. Aber ist interessant. Schaut mal, die zum Beispiel hier, die sticht die ganze Zeit rein in den Grashüpfer, weil sie halt sozusagen jetzt hier noch Zuckungen haben. Das ist ganz gut. Hast du ein gekauftes Nest oder hast du selbst gebaut? Das habe ich gekauft beim N-Store. Genau. Was essen die Ameisen da? Das sind Grashüpfer. Das sind getötete Grashüpfer. Das sind nicht so groß, die Ameisen. Die sind relativ klein. Das sind halt, ist eine Sklavenameise. Danke für die Likes. Herzlichen Dank, Leute. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Mega cool von euch. Super. Ich freue mich übrigens für die Follow. Wir schaffen, glaube ich, heute die 30.000, ich glaube 30.000 Follow, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Könnt ihr mal gucken, wie viele Follow jetzt der Ameisateur hat? Waren die Insekten schon tot? Ja, die waren schon tot. Ich mache keine Lebendfütterung. Ihr seht, was da noch ein bisschen. Formica fusca, nee, das sind keine Formica fusca. Die sind viel, viel kleiner. Das sind Lasius niger und silberne Sklavenarbeiterinnen, also Sklavenameisen. Genau, also insofern. Genau. Wie lange hast du die Ameisen schon? Jetzt fast 2 Jahre. Nee, da liegen keine Bienen, da liegen eben nur Grashüpfer. Vielen, vielen Dank für die Herzen. Dankeschön, Leute. Ja, ich freue mich immer, wenn wir auch ein bisschen live gehen können. Genau, ich habe mir gedacht, komm, heute Abend mal ein bisschen live. Ich bin aus Frankreich zurück. Mein Corona ist wieder weg und mir geht es wieder gut. Und dann dachte ich mir, komm, mach mal ein bisschen live heute. Die Ameisen haben so viel Zuckerwasser getrunken. Das ist so krass. Ich zeige euch das später, wenn ihr wollt. Wie viel Zuckerwasser die getrunken haben. Das ist echt krass. Wie viele Tiere sind das circa? Ja, so 1500, denke ich schon. Kannst du wieder rauszoomen? Ja, klar. Also mehr als das rauszoomen kann ich leider nicht. Sonst muss ich euch nachher so ein bisschen zeige ich euch nachher ein bisschen mehr. Meine Ameisenkönigin hat Eier gelegt und ich habe ihnen eine Filmdose gemacht. Die andere, okay. Was sind das für Ameisen? Das sind Lasius niger mit einer gepuschten Kolonie, einer silbernen Sklavenameise. Die eine dreht ja voll durch hier. Essen die Ameisen selber, füttern sie damit, was? Essen die Ameisen selber oder füttern sie damit einen Pilz und ernähren sie den Pilz? Nee, das ist nur bei ganz spezifischen Ameisenarten, so zum Beispiel bei Blattschneiderameisen, aber bei dem jetzt nicht. Das sind grabende Ameisen und das sind auch, ja, genau. Was machst du, wenn du zu viel hast? Naja, die Kolonie wächst nur so lange, solange ich ihnen unendlich Futter gebe. Irgendwann könnte ich das Futter reduzieren, dann würden die nicht mehr so krass wachsen. Das sind deutsche Ameisen. Die kommen aus meinem Garten. Du hast ja die Königin gefangen, dass sie Eier legen, aber brauchen sie nicht auch Helfer, die füttern? Nee, die ersten Nanitics, die ersten Eier, die die Königin legt und die dann schlüpfen, die brauchen keine Futter. Die werden von der Königin gefüttert. Und genau, und später werden die dann quasi, dann fangen die erst an, die Königin zu füttern. Hab jetzt eine Messer Barbarus bestellt. Brauchen sie eigentlich bestimmte Wärme? Ja, du solltest da auf jeden Fall bei Messer Barbarus, solltest du auf jeden Fall so eine Wärmematte dazu bestellen, dass sie ein bisschen warm haben und so eine Wärmelampe vielleicht dazu. Die sind relativ, ja, die brauchen relativ viel Wärme. Aber Zimmertemperatur reicht auch. Dann werden sie halt nicht so schnell wachsen. Also eigentlich ist eins klar, umso mehr Wärme sie haben, umso besser. Genau. Dann ist halt, darf halt nicht zu heiß sein, nicht zu trocken, aber gute Wärme passt auf jeden Fall. Schön, wieder 120 Leute da. Freue mich, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch schon für fast 6000 Likes. Wie machst du das, wenn du einige Tage nicht zu Hause bist, beziehungsweise verreist? Leute, ich war jetzt eine Woche weg und die haben bei mir halt Zuckerwasser gekriegt und fertig. Die Wasser und Zuckerwasser, die sterben jetzt nicht, weil sie jetzt eine Woche irgendwie jetzt nicht jeden Tag 5 Grashüpfer kriegen. Bevor ich gegangen bin, haben die irgendwie 10 Mehlwürmer gekriegt. Und dann nach der Woche war es dann auch. Die überleben das ja. Das sind ja
In der Natur gibt es auch nicht jeden Tag 50 Mehlwürmer und keine Ahnung, 30 Liter Wasser. Da regnet es auch mal eine Woche nicht oder so. Also alles easy. Macht euch keinen Kopf. Habe jetzt seit gestern auch eine Kolonie, aber leider sind 4 Ameisen gestorben. Okay, schade. Hast du die beim Endstore bestellt oder woanders? Kann passieren. Fütterst du auch mal Leben? Nein, mache ich nicht. Wie viele Bewohner haben normale Ameisenvölker? Oh Leute, es kommt drauf an. Also je nach Kolonie zwischen, keine Ahnung, 10 bis 100.000, ne, 100.000, doch vielleicht in den, so im Tropen, im Regenwald, 100.000 Arbeiter, kann schon sein. Hast du noch eine andere? Wenn ja, welche? Ich habe Formica fusca, Campanulus barbaricus. Ich habe jetzt noch eine neue rote Ameise. Genau, ich werde es. Ich kriege jetzt auch Mesobarbarus, kriege ich jetzt. Meso kriege ich jetzt nächste am Freitag wahrscheinlich. Da mache ich dann das Unboxing. Die Mesokolonie wird quasi angeboxt und dann wird die im Büro sein. Das werden die neuen Office Ants. Was für Musik hörst du? Och, danke für das. Vielen Dank, danke, danke für das. Ich liebe dich. Och, das lieb, Dankeschön. Ich höre alles. Ich höre ganz normalen Pop Mainstream. Ich höre aber auch mal gern Klassik, je nachdem. Kannst du ein Nest empfehlen? Ja, so ein Starter-Set reicht. Es muss halt, nee, die Helfer legen keine Eier. Es muss halt passen zur Ameisenart. Das ist halt wichtig. Das ist halt ganz wichtig, dass halt das Nest passt zur Ameisenart. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Messerkolonie, die ich jetzt am Freitag kriege, habe ich jetzt ein Jitong-Nest geholt. Warum? Weil das einfacher zu befeuchten ist. Die Mehlwürmer hole ich aus dem Fressnapf, genau. Und weil man dann auch cool die Ameisen sieht. Ich bin mal mega gespannt, wie das wird. Reicht am Anfang ein Reagenzglas als Nest? Auf jeden Fall, wenn du eine Königin alles, wenn du die Königin fängst, dann reicht ein Reagenzglas. Was essen die Ameisen alles? Naja, Honig, Zuckerwasser und Insekten. So klassisch. Ich will mal nächste Woche einen TikTok machen, wo ich ein halbes Ei reinlege. Mir wurde gesagt, die Ameisen lieben wohl Eiweiß. Das will ich mal testen. Außerdem mal, mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich würde die Ameisen gerne mal ausbrechen lassen im TikTok und euch zeigen, dass sie wieder zurückkommen. Machst du dann Reagenzglas mit Wasser, wartet dann die Königin noch mal. Was? Machst du ein Reagenzglas Wasser, wartet dann die Königin und noch einmal Wasser rein? Nee, also einfach nur Wasser, dann Watte und dann reicht es schon. Meine Ameisen mögen leider nicht Zuckerwasser. Was soll ich machen? Versuch mal mit Honig. Versuch mal das Wasser mit Honig zu mischen. Vielleicht mögen sie eher Honig. Manche Ameisen sind mit Zuckerwasser jetzt nicht so, aber das kommt auf die Art an. Was ist deine Meinung zu Korknestern? Korknester sind super, wenn es zur Ameisenart passt. Wie bist du dazu gekommen, Ameisen zu kolonialisieren? Um ehrlich zu sein, war das schon immer mein Hobby als Kind, Ameisen zu beobachten. Und genau, und jetzt mache ich es halt ein bisschen mit professionellem Equipment, sagen wir es mal so. Wie lange bleiben die Ameisen im Reagenzglas? So lange, bis da mal so wirklich 5, 6, 7, also 4, 5 Arbeiterinnen sollte die Kolonie schon haben. Nicht zu viele, nicht zu viele, dass es eng wird, aber 4, 5, 6 Arbeiterinnen, gar kein Problem. Dann kannst du sie mal in so eine Arena reinlegen und dann leben die da auch noch eine Weile drin. Und irgendwann ist es schon ausgetrocknet und dann ziehen die auch um. Kann man Ameisen auch nur mit Zuckerwasser füttern? Ja, du kannst nur Zuckerwasser geben, aber dann werden die keine Eier legen, weil die Königin braucht Eiweiß für die Larven und die Larven brauchen auch Eiweiß, die brauchen Proteine. Und deshalb musst du halt wissen, ja, wenn du nur Zuckerwasser gibst, dann werden die keine Eier legen und dann hast du halt keine schöne Zuchterfahrung mit den Ameisen in dem Sinne. Wie lange lebt eine Ameise? Danke für die Rose. Ja, so eine Arbeiterin, je nach Arbeit, so 1,5 Jahre und eine Königin schon bis zu 20 Jahre. Genau, vielen Dank für die Rose. Töte die Königin. Aha, das verstehe ich jetzt nicht. Meine Ameisen haben heute Fliegen zum Frühstück bekommen. Sehr schön. Oh, das wollte ich noch machen. Das ist gut, dass ihr mich erinnert. Ich will unbedingt noch einen TikTok machen. Das heißt, folgt dem Kanal, wenn ihr mögt. Wo ich mal frage, wie viele von meinen Zuschauern gibt es eine, eben auch schon Ameisen haben. Gibt es eine Art, die schlimm wäre, wenn sie in Deutschland. Ja, also invasive Arten gibt es jetzt schon einige aus Asien. Da wüsste ich jetzt konkret keine, aber es ist zum Beispiel eine Blattschneider-Ameisenart, so eine richtige Blattschneider-Kolonie. Das wäre jetzt zum Beispiel in einem Waldgebiet nicht wirklich gut, wenn die ausbrechen würde. Also wenn die jetzt in einem milden Winter durchkommt. Die sind zwar sehr tropische Ameisen, aber das wäre jetzt super übel. Die machen alles kaputt. Welche Ameisen sind für Anfänger gut? Mesobarbarus, Campanulus barbarus, Lasius niger. Das sind alles gute Anfängerameisen.
Formica fusca sind auch gute Ameisen. Wie viel muss man circa ausgeben für einen Start, wenn ich mir welche holen möchte? Naja, so eine kleine Kolonie mit einer Königin und vier, fünf Arbeiterinnen kostet 19 Euro, 20 Euro mit Versand. Jetzt brauchst du halt noch ein Starter-Set für so 70 Euro, also 100 Euro in der Summe, musst du halt rechnen. Das ist trotzdem noch billig, wenn ihr überlegt, ihr habt, wenn ihr einen Hund holt, da habt ihr irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro Kosten, dann noch Tierarzt und dann, also Ameisen sind, glaube ich, eines der billigsten Hobbys mit Tieren, die es gibt. Dürfen Ameisen alles essen? Nee, kann ich nicht alles geben. Kann man einer Ameisen einfach Proteinpulver geben? Dann werden sie stark und muskulös. Um ehrlich zu sein, könnte ich das mir vorstellen, dass man das mal testen könnte, tatsächlich ein bisschen Proteinpulver mal zu geben und das mal auszuprobieren. Wieso nicht? Ja, wie, also kann man ruhig mal machen. Weil ich möchte mir gerne welche holen. Ich finde die mega interessant. Ja. Finde ich auch. Meine Bauern des Reagenzglas zu und leben in. Genau. Meins hat 60 Euro gekostet, ist halt für den Anfänger halt auch aus Acryl. Ja, also wie gesagt, es gibt auch günstige Varianten. Ich empfehle halt deshalb einen Store. Ich habe meine Sachen halt von dort und ich habe erstens diesen 10% Gutscheincode, den findet ihr auch in den angepinnten Videos. Und natürlich habe ich, finde ich halt die Qualität, wie die das bauen, die Nester und so mit Glas und so. Ich finde es halt einfach schön. Also ist halt die Frage, wenn man halt, ich habe es noch nie ein Nest selber gebaut, nee. Man muss halt immer sich überlegen, gell? Wenn man halt so ein Hobby macht und sich Ameisen holt, dann soll es ja auch ein bisschen ästhetisch aussehen. Die Arena soll cool aussehen und so. Ich finde das halt auch wichtig, das ist halt Deko. Ja? Also das steht ja da im Haus. Ich weiß, ich habe viele junge Zuschauer. Ich mache mal ein Video wegen Ausbruch. Die werden dazu lächerlich ausbrechen. Ich weiß, ich habe viele junge Zuschauer, die dann ein bisschen noch naiv an die Sache rangehen mit, oh, ich will jetzt Ameisen, weil ich das jetzt cool finde. Aber es gibt wirklich viele Erwachsene, die es auch cool finden. Und deshalb solltet ihr wirklich auch überlegen, ihr habt ja eine Partnerin, die sieht es auch jeden Tag. Bei mir steht es jetzt im Büro. Ich habe mir im Büro einen extra Büroraum eingerichtet. Ich habe ja eine eigene Firma und da habe ich jetzt einen eigenen Raum nur für Ameisen. Da baue ich jetzt dann ein Setup auf, wo ich dann die Kamera habe, damit wir richtig coole, hochauflösende Videoaufnahmen für die Ameisen machen können, für den YouTube-Kanal und für TikTok und so. Also wir machen das richtig cool, auch für euch. Genau. Und deshalb, ja. Da muss schon ein bisschen Professionalität rein, wenn man so auch TikTok macht damit. Ja, wie alt meine Ameisen schon sind, so 1,5 Jahre. Ist es schlimm, wenn man zwei Kolonien vermischt? Ja, die würden sich gegenseitig umbringen, aber es kommt auf die Art der Kolonien an. Es gibt auch Kolonien, die man zusammenführen kann. Da musst du dich sehr, sehr gut damit beschäftigen. Die Ameisen können schon bis zu 20 Jahre alt werden, eine Kolonie. Was passiert mit den Ameisen, wenn sie keine Königin mehr haben? Dann wird die Kolonie irgendwann keine Eier mehr legen und dann stirbt sie aus. Genau, dann wird irgendwann mal die Kolonie aussterben. Aber ihr seht, so Grashüpfer fütter ich jetzt nicht so oft. Genau, die essen Grashüpfer. Genau, Grashüpfer fressen die jetzt nicht so oft. Gibt es bei mir jetzt auch nicht so oft. Die habe ich jetzt aus meinem Garten gefangen. Im Winter kommen die Ameisen normalerweise in meinen Keller für den Winterschlaf. Deshalb muss ich mir halt überlegen, meine Lasius Niger Kolonie, die ihr jetzt hier seht, wird im Winter wahrscheinlich nicht mehr zu sehen sein auf TikTok, weil dann werde ich die in den Keller stellen und in Winterschlaf geben und baue denen dann wahrscheinlich ein neues Formicarium oder bestellen XXL-Nest bei Endstore. Mal gucken, wie ich es mache, muss mit ihr mal reden. Und dann kriegen die dann im nächsten Frühjahr, weil die Kolonie wird zu groß. Ihr seht schon, ich zeige euch das Nest nachher, das Nest ist viel zu groß mittlerweile. Grüße Felix, hi hi. Das Nest ist viel zu klein mittlerweile, da muss man wahrscheinlich was Größeres bauen. Ist eine Ameisenfarm von Amazon gut? Das weiß ich nicht, ich habe mir die nicht angeguckt. Muss es ein bestimmter Sand sein? Also der Sand, den ihr hier seht, das ist Lehm und das ist desinfizierter Lehm. Also spezieller Lehm vom Endstore, dafür ist der halt speziell. Der Lehm ist halt dafür, da sind keine Parasiten drin oder sowas oder Insekten, die halt ein eigenes Bio-Klima erzeugen oder Probleme mit den Ameisen, ne, dass die Ameisen halt nicht krank werden. Weil eins der größten Probleme sind halt Parasiten. Wenn halt da mal die Kolonie infiziert ist, dann ist halt schlimm. Sind Sie mit Frau Oberhauser zusammen? Nee, weiß ich nicht. Kennt keine Frau Oberhauser.
legt die Königin irgendwann Eier, wo andere Königinnen schlüpfen? Ja, das könnte sein, aber das passiert bei Ameisen in Gefangenschaft in der Regel noch nicht. Außerdem muss die Kolonie sehr groß sein, also schon einige hundert Tiere. Was passiert, wenn die Königin keine Arbeiter hat? Ja, dann legt sie Eier und macht sich Arbeiter. Aber wenn halt die Königin, wenn alle Arbeiterinnen sterben, dann kann es sein, die Königin stirbt auch, wenn sie keine Kraft mehr hat, einen eigenen Nanitix hoch groß zu ziehen, also neue Arbeiterinnen quasi aufzuziehen. Vielen Dank übrigens für den Follow bei allen, die hier gerade noch reingefollowt sind, und vielen Dank für 11.000 Likes. Vielen, vielen Dank. Super. Also immer schön, eure Fragen zu beantworten. Mache ich sehr gerne. Und ihr seht hier, wir können ein bisschen reinzoomen. Ist echt cool. Ich weiß, es ist ja ein bisschen entspannend, einfach mal zuzuschauen. Gerne. Vielen Dank, dass du hier den Content lobst. Da freue ich mich natürlich sehr. Genau, da kann man ein bisschen zuschauen. Ihr seid cool, Dankeschön. Ja, ist halt ein ganz eigenes Thema. Ich meine, Ameisen finden nicht jeder so cool, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich bin sehr froh über das Hobby, weil ich habe sozusagen wieder so ein bisschen eine Jugendfreude entdeckt, die ich damals schon als Kind hatte. Und genau, du machst du, okay? Die stärksten Tiere der Welt, ja, mega. Ja, genau. Ich mag das halt einfach gern, die zu beobachten, so am Abend, Samstagabend jetzt. Ich meine, ich könnte jetzt in irgendeine Bar sitzen und was trinken gehen und keine Ahnung, gebe ich 30 € aus für ein paar Getränke. Oder ich sitze halt hier und chill ein bisschen und mache mit euch TikToks, auch schön. Schlafen Ameisen? Ja, tatsächlich machen Ameisen immer mal wieder so eine Art Sekundenschlaf, so ein Powernap. Dann stehen die einfach da für ein paar Sekunden. Bitte hilf mir, ich muss wissen, was ich meiner Leistungs-Nico-Königin mit dem Regenzler füttern muss. Nix, wenn du sie gefangen hast, musst du sie in den ersten 2 Monaten gar nicht füttern. Einfach nur in Ruhe lassen. Einfach nur Wasser hast du wahrscheinlich präpariert, hinten mit Watte. Sie würden gut mit Frau Oberhose zusammenpassen. Okay, wir kennen die nicht. Außerdem weißt du gar nicht, wer ich bin. Du weißt gar nicht, ob ich mit der zusammenpassen würde. Aber okay. Erst, außerdem habe ich eine Freundin. Genau, Honig ist aber immer gut. Pommes, okay. Okay, schön. Ja, ihr seht, so ein bisschen Ameisen anschauen. Wir können ein bisschen reinzoomen mal. Ich finde die echt schön. Manche sind halt echt größer als die anderen. Das finde ich halt immer krass. Und die da oben, die ist am Kopf beschäftigt. Schön. Ihr könnt ja mal abstimmen. Soll ich ruhig sein? Pass mal auf. Abstimmung. Lachen, ich soll weiterreden, und weinen, ich soll lieber mal 5 Minuten nichts sagen, damit ihr Ruhe habt. Bin mal gespannt, was ihr so abstimmt. Hast du schon mal einen Grashüpfer gegessen? Ja, tatsächlich, in Bangkok habe ich schon mal einen Grashüpfer gegessen. Sogar schon einen Skorpion. Ja, die Königin zeige ich euch später, aber nur eine aus dem Reagenzglas, die ich gefangen habe. So. Also alle wollen, dass ich weiter quatsch. Gut, dann ist ja auch gut. Nur, dass ich niemanden nerv hier. Was kosten die Ameisen? So eine ganz kleine Königin mit Kolonie, mit zwei, drei Arbeiterinnen, kostet 19 € oder so. Hast du schon mal eine Schlange gegessen? Nee, aber ich habe mal eine gefrorene Klapperschlange in Las Vegas in einem Kühlschrank gesehen, bei einer Goldmine, bei einer Farm, bei einer Goldmine. Ja, das finde ich auch schade, dass die Lasius Niger keine Majore haben, finde ich mega schade. Aber ihr seht ja, ich habe ja eine Kolonie gepusht, und ihr seht hier oben, die geht hier richtig ab. Seht ihr das? Die hier, die ist hier richtig aktiv. Jetzt gehen wir wieder raus ein bisschen. Die Königin kommt nicht raus, die wird gefangen gehalten. In der Regel wird eine Königin von ihrem Volk in Gefangenschaft gehalten. Du hast heute die Ameisen gesehen, sehr schön, freut mich. Ja, wir haben viel mehr Zuschauer, wenn ich da eine Münze reinlege oder ein Bitcoin. Aber ich dachte mir, heute machen wir keinen irgendwie extravaganten Livestream. Was ist gepusht? Pushen heißt, wenn du Eier einer Kolonie von draußen klaust und deiner eigenen Kolonie gibst. Wenn es von der gleichen Rasse ist, also von der gleichen Ameisenart, dann funktioniert das auch. Dann ist die Kolonie gepusht, dann wird sie künstlich verstärkt. Ja.
hast doch mehr Völker. Ja, ich habe auch noch Formica fusca, Campanulus barbaricus, aber das sind kleinere Völker und noch im Start und da bringt es nicht viel, irgendwie Content dafür zu machen oder mit euch jetzt im Stream reinzugehen. Da seht ihr nicht viel. Die sind jetzt alle im Nest. Ich bin auch eher für so artgerechte Haltung, also solange die Kolonie zum Beispiel noch klein ist. Ich habe die Kolonie, die ihr hier seht, ich habe keine TikToks gemacht die ersten 1,5 Jahre. Also weil ihr einfach nicht viel gesehen hättet. Muss man einfach fairer halber sagen, so eine Ameisenkolonie ist cool so nach 1,5 Jahren, wenn sie eine gewisse Größe hat. Wusstest du, dass Ameisen ihre eigenen Nutztiere halten, wie Kellerasseln? Ja, es ist eine Symbiose. Es ist nicht ganz eine Nutztiergeschichte, es ist eher eine Symbiose. Ist bei euch gerade das Bild dunkler geworden oder kommt es mir nur so vor? Hab selber 2 Messer Barbarus, ja. Könnte man eine Kolonie von der Straße nehmen? Naja, du brauchst die Königin dazu. Genau, deshalb nicht, das ist nicht so einfach. Es ist halt immer wieder schön zu sehen. Bisschen dunkler, gell? Bisschen dunkel geworden. Weiß gar nicht, woran es liegt. Ich muss generell mal ein bisschen helleres Licht besorgen für die Livestreams, dann seht ihr ein bisschen besser. Aber es soll ja auch angenehm zum Schauen sein. Es kann auch an meinem Handy liegen. Vielleicht ist der jetzt in so eine Art Schlafmodus gegangen oder Sparmodus, weiß ich auch nicht. Aber es ist ganz schön was los hier heute Abend, gell, bei den Grashüpfern. Meine fressen nur Schokoschaben. Ja, ich habe gar keine Schokoschaben bisher gefüttert, aber ich will das mal bald machen. Danke dir, ich liebe Ameisen, das freut mich. Was ist, wenn sich die Ameisen anstecken? Was meinst du? Ich schiebe mal so ein bisschen rüber. Ja, da ist auch viel zu sehen. Ich finde es irgendwie cool, auch mal dazu zu schauen, einfach mal chillig. Wenn sich Ameisen an Parasiten anstecken, dann könnte man mit Orange oder Honig, also nicht Honig, Orange- und Zitronenschalen ein bisschen helfen. Also eine Zitrone reinlegen oder Orangen. Es kann sein, dass dieses Vitamin dann ein bisschen hilft, aber im Zweifel musst du die infizierten Ameisen wirklich einzeln rausnehmen und töten und hoffen, dass die Kolonie es übersteht. Wenn da jetzt Parasiten reinkämen, das geht halt relativ schnell, wenn man halt von draußen irgendwie Erde reinmacht oder so. Also muss man sehr, sehr aufpassen, dass man die Kolonie nicht aus Versehen tötet. Ja. Wie kann ich meine Eltern überzeugen? Hab mich informiert und alles, aber alles einverstanden. Ja, du, wenn deine Eltern richtig dagegen sind, ist schwierig, aber ich habe ein Video gemacht, wo ich erkläre, was für Argumente dafür sprechen. Ich meine, letztendlich ist es so, das sind Lasius Niger, die Ameisen. Ich finde es cool, wenn Kinder sich mit sowas beschäftigen. Ich meine, du kannst ja auch Ameisen draußen beobachten. Das ist ein Argument, das ist ja auch in Ordnung. Ich finde es klar, kannst sagen, wenn ein Hund willst als Haustier, dann kostet es gleich mal 1000 Euro. Und ihr seht jetzt hier die Nerven, die da noch zucken. Genau. Das sind doch Marienkäfer. Nee, das sind einfach nur Grashüpfer. Woher weißt du das? Okay, steht bei Google. Okay. Was war da gerade? Da war doch gerade jemand dabei. Da war doch gerade jemand im Livestream. Grüße, alle zusammen. Killerameisen. Jo, eins. Wie lange hältst du schon Ameisen? Circa 2 Jahre. Kochst du die Futtertiere vorab? Nee, sollte ich machen. Mache ich aber nicht. Sind die abgerichtet? Nein. Alles gut. Essen deine Ameisen Nutella? Das weiß ich nicht. Gibt es giftige Ameisen? Ja, klar. Es gibt auch welche, die stechen. Muss mal aufpassen. Das sind ja eher tropische Ameisenarten.
Nicht ihr hin. Also ihr werdet jetzt hier weniger solche Ameisen haben. Wie schmecken Ameisen? Keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht gegessen. Ich habe auch eine kleine Ameisenkolonie mit 15 Ameisen und einer Königin. Ich muss mal einen TikTok machen. Ich mache jetzt mal heute Abend oder so einen TikTok. Ja, man merkt schon, wie die zubeißen. Also wenn meine Formica Fusca zubeißen, also die, das tut schon weh. Was passiert, wenn die Ameisen ausbrechen? Nix, die kommen immer wieder zurück, die gehen ja zu ihrer Königin zurück. Ich muss mal einen TikTok machen, wo ich euch frage, wer alles aus der Community eigene Ameisen hat. Das wird es auf jeden Fall interessant werden. Kann man den Ameisen einfach Grashüpfer aus der Natur geben? Habe ich jetzt gemacht, ja. Aber man sollte schon vorher abkochen. Muss man das Haus von den Ameisen wechseln? Nee, muss man eigentlich nicht. Es sei denn, sie werden zu groß. Halt meine in Freilandhaltung im Bungalow. Ja, auch schön. Official einfach, zack. Okay. Gib den Ameisen mal eine Schlange. Ich habe keine Schlange. Außerdem würde ich jetzt keine Wirbeltiere verfüttern. Was passiert, wenn die ausbrechen? Nix. Dann würden halt ein paar Ameisen bei mir in der Wohnung rumlaufen, aber auch nicht viele, weil die Ameisen versuchen ja in dem Nest, die würden wahrscheinlich irgendwo Futter suchen und würden dann zurückkommen. Wohin sollen die denn gehen? Die bleiben ja bei ihrer Königin, weißt du? Kochen für Ameisen, wow. Was soll ich meiner kleinen Kolonie zu essen geben? Ich habe meine Heimchen gekauft, die waren suppi. Ja, Zuckerwasser, ein bisschen Honig. Genau, das passt schon. Wie wechselt man das Terrarium? Ja, man muss sich halt umziehen lassen. Mein Sperrdiger. Okay. Oh je, ist dein Sperr gestorben? Was ist, wie ist er denn gestorben? Einfach so, oder? Nein, du liest falsch. Passt es, dass sie ausbrechen? Also brechen die manchmal aus? Nein, die brechen nie aus bei mir. Die brechen eigentlich nicht aus. Mögen die Melone? Manchmal, klar. Wie lange hast du die Ameisen? Schon fast 2 Jahre jetzt. Genau. Schön, dass ihr alle dabei seid. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen. Kann mir jemand kurz sagen, wie viel Follower der Kanal Amateur gerade hat? Wir waren vorher in so einer Schwelle. Würde mich interessieren. Kann mal jemand kurz nachschauen? Oder müsst ihr dafür den Stream verlassen? Würde mich interessieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber nachschauen kann. 26,9, genau. Es fehlen noch ein paar für die 27.000. Echt verrückt, oder? Voll cool. Es fehlen also noch. Mal gucken, wer der 27.000. ist. Bin mal echt gespannt, ob der heute im Livestream noch dazukommt, der 27.000. Das wäre cool. Also wenn einer von euch der 27.000. ist, sagt einfach Bescheid. Fände ich mega cool, würde mich auch sehr freuen. Was für Ameisen hast du alles? Comphanodus barbaricus, Formica fusca, Mesobarbarus, bekomme ich jetzt am Freitag, Lasius niger, genau, und eben noch ein oder andere neue kommen noch dazu. Es kommen jetzt 4 Kolonien dazu. Vielen Dank für den Follow, Dankeschön. Schrauben einfach mal den Heuschrecken ab. Was? Ja, die reißen den Heuschrecken jetzt das Bein voll ab. Deine Stimme ist voll entspannend. Dankeschön. Wobei ich leider ein bisschen heiser bin jetzt durch dieses viele Quatschen hier. Kannst du die Ameisenkolonie draußen zeigen? Du meinst ein bisschen von weiter weg? Ich zeige euch mal ein bisschen weiter weg. Also, das ist sozusagen hier das Nest. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie es drinnen aussieht. Hier seht ihr. Da ist einiges an Gewusel. Die Ameisen sind da drin. Da ist richtig was los. Das ist mittlerweile ziemlich voll. Mal wieder zu. Genau. Aber Leute, ich mache jetzt auch gleich Feierabend wieder, weil ich mache nicht mehr so lang. Ich bin jetzt auch durch für heute.
was überfüllt. Was meinst du, ist es zu klein mittlerweile? Ist eine große Kolonie. Ja. Wann zeigst du dich? Zeig mich ganz oft in meinen TikToks. Guck einfach meinen TikTok-Kanal, da siehst du mich mal besser, mal schlechter. Mal in guter Verfassung, mal schlechter Verfassung. Ich bin da nicht so eitel. Das sind circa 1500 Ameisen, schätze ich mal. Aber noch nicht ganz 2000. Schon eine relativ große Kolonie. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war auf jeden Fall wieder ein cooler Livestream. Bisschen chillig, machen wir nicht zu lang heute. Ihr könnt hier nochmal ein bisschen kurz reingucken. Es war schön mit euch wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Hat Spaß gemacht. Die Kolonie hat nur eine Königin. Genau. Und genau, ich mache nicht so lange Livestreams, immer so ein Stündchen, halbe, dreiviertel Stunde. Dann, genau, wenn ihr weitere TikToks sehen wollt zu Ameisen und auch den nächsten Livestream nicht verpassen wollt, dann freue ich mich einfach über ein Follow. Schaut einfach immer wieder vorbei, die TikToks. Gebe ich mein Bestes, so gut wie möglich zu machen. Und jetzt bald kommen ja die Office-Ends richtig zur Geltung. Das heißt, ich kann unter der Woche auch richtig coole TikToks machen zu den Ameisen im Büro mit neuen Experimenten. Und ja, vielen, vielen Dank. Danke für eure lieben Grüße. Sehr gerne, den Stream habe ich sehr, sehr gerne gemacht mit euch, wie immer. Und ihr seid echt cool. Vielen Dank und damit euch einen wunderschönen Abend, gell? Ach, das freut mich, dass du wegen mir Ameisen geholt hast. Ich hoffe, du hast richtig Freude dran und freust dich jeden Tag drüber. Super. Also, Freunde, ich gehe dann auch mal offline, muss mich auch mal ein bisschen ausruhen. Und ich bedanke mich bei euch für euren Support und vielen, vielen Dank. Liebe Grüße, macht's gut. Ciao, ciao.